Hallo und herzlich willkommen bei Space Haven Alpha 18, der 65. Folge. Und wir sind von Plagen getrieben, von Plagen geplagt. Ivanova hatte einen Sporenanfall. Wir haben jetzt gerade erst hier Sachen. Elsa, komm mal da raus, bitte. Elsa ist gefangen und kommt da nicht raus, oder was? Jo. Unter Direktbefehl. Elsa, Direktbefehl. Jo. Geil. Das gibt's doch nicht. Einmal wird dieses Krankenhausbett bitte. Das hier machen wir mal weg. Und dieses Krankenhausbett, was hier steht, was gerade jemand gefangen genommen hat, bitte einmal nach hier bewegen. Und dieses Krankenhausbett, Verrichtung, bauen. Kann das Elsa übernehmen? Jawohl. Und machen wir Direktbefehl und einmal hier hin. Sehr gut. Und wir machen jetzt mal abbrechen. Gut. Jetzt ist sie da raus. Oh Gott. So. Jetzt müssen wir da hinten ein neues. Es geht ja schon gut los hier, Leute, Leute, Leute. So. Da muss noch eine Bodenlampe installiert werden. Dann haben wir hier was. Okay. Und jetzt. Ivanova ist nicht mit Direktbefehl. Dann nehmen wir nochmal hier unsere Elsa und sie geht rüber zu Ivanova und wird sie dann hier in die neu geschaffene Krankenstation verbringen, sodass es ihr hoffentlich besser geht. So, sehr gut. Und dann sorgen wir dafür, dass Ivanova jetzt erstmal auch ein Sleeping Schedule hat von nur schlafen, bitte. So. Ist nicht der einzige Anfall von Ivanova, wie ich sehe. So. Gut. In der Isolationsstation, also die nicht wirklich Isolation ist, aber eigene Krankenstation, haben wir jetzt hier auch auf unserem Schiff, während hier noch ein paar andere auf dem anderen Schiff am Start sind und ebenfalls in Isolation liegen. Was? Warum sind die Dings leer? Okay, Antichrist Kelly habe ich nach da gelegt. Die hatten noch keinen Anfall. Deren Status ist gestörter Schlaf, kein leichtes Unbehagen. Die fühlten sich krank. Antichrist, Kelly. Niemand zum Reden, hat zu viel gegessen, keine Unterhaltung, unerholsamer Schlaf, gestörter Schlaf, keine Privatsphäre. Ja, das ist, aber denen scheint es wieder okay zu gehen. Wo sind denn meine Seabro hat. Ne, wer hatte denn einen Anfall? Starla. Ivanova hatte Sporenausbruch, ja. Wir gucken mal, wer hat denn hier. Bossmann hat. Fühlt sich krank. Hat Selbstmordversuch unternommen. Um Gottes Willen. Du. Dahin. Du fühlst dich krank. Wer hatte denn noch einen. Hatte Flo einen Anfall? Die postoperative. Okay. Hatte nur Ivanova einen Anfall? Es hatten doch noch mehr Leute einen Anfall. Bin ich bekloppt? Also. Nein. 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 Ich gucke jetzt einfach nur hier drauf, ob wir hier irgendwo Sporenausbruch haben. Nein. 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 Arbeitend wach, David. Nein. Nee. 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 Esskicker, nein. Bossmann fühlt sich krank. Okay. Damn Dan, wach. Okay. Kein Unbehagen. Fox Mulder, nein. FSI, wach. Kalgar. Okay. Max und Moritz.
Okay, habe ich tatsächlich, war Ivanova unser einziger Anfall und hat sich das mit den Anfällen schon wieder gelegt. Unerholsamer Schlaf, leichtes Unbewusstsein, gestörter Schlaf, genau. Ivanova hatte einen Sporenausbruch. Die bleibt als einzige isoliert, den anderen geht's gut. C-Bro geht's mittlerweile auch wieder, ja, das ist super. Ach Gott, dann ist das ja jetzt hier alles. Okay, uns fehlt verfügbare Ressourcen. Wir brauchen medizinischen Kram. Das heißt, wir gehen jetzt hier auf Transfer. Wir gehen auf Regeln und das sind das die richtigen Regeln? Das sind die richtigen Regeln. Wir sagen, wir brauchen immer 4 davon und wir brauchen immer 4 davon und dann sollte uns das geliefert werden. Die werden irgendwo in einem Lager sein. Wir haben jetzt hier keinen Platz, noch irgendwo ein Lager zusätzlich hinzupacken. Wir haben hier jetzt einen Bereich mit 3 Krankenbetten, den werden wir auch hier maintainen und dann haben wir immer ein bisschen was. Also ich hoffe, dass wir die nicht so häufig benutzen müssen, weil die Leute hier von dem Schiff gehen ja nicht auf Away-Missionen. Das heißt also, das hier ist wirklich nur für solche Fälle, wie wir sie jetzt gerade haben. Da können wir uns ein paar Felder Krankenstation tatsächlich einfach leisten. Das ist eine sehr sinnvolle Sache, wenn wir hier irgendwelche Sachen erleiden, Unfälle oder sowas auf dem Schiff. Aber die werden halt nicht oft genutzt, deswegen schicke ich da jetzt nicht so wahnsinnig viele Ressourcen in diese Richtung. Gut, Ivanova, Sporenausbruch 9 ist die einzige, das heißt, wir sind hier durch, wir haben alle Handelssachen erledigt, das heißt, wir können jetzt auch sagen, so, wir springen jetzt weiter, Ressourcen reichen nicht aus, Getreide und Hopfen, Sanitätsartikel sollten wir doch hoffentlich herstellen, oder? Sanitätsartikel, sobald wir weniger als 6 haben und Infusionsflüssigkeit, oh, das ist... was habe ich jetzt gemacht? Ich habe Munition weggemacht. Bin ich bescheuert? Nee, ich habe mich einfach nur... Da ist irgendwas umgesprungen. So, wir machen jetzt hier mal 20 Schuss Munition. Infusionsflüssigkeit, wenn wir weniger als 12 haben, stelle das her. Und Sanitätsartikel, falls wir weniger als 12 haben, stelle das her. So, das wird jetzt einen heftigen Impact... Oh Gott, wir haben wenig Wasser. Habt ihr Wasser? Okay, wir sind jetzt auf der Suche nach Wasser. Ne, ich glaube, euch habe ich alles Wasser abgekauft, was ging. Gut, wir zünden unsere Motoren und wir sehen zu, dass wir Wasser finden. Wasser ist jetzt das Haupt, nicht das Hauptproblem. Ihr wisst schon, was ich meine. Hier unten hätten wir noch, ich glaube, wir sind hier relativ durch. Da oben haben wir mehrere Subsysteme. Zeigt er mir auch an, wie viele Subsysteme? Nee. Es sind einfach viele Sprungen. Ah, da wissen wir nicht genau, was es ist. Ich springe mal nach hier unten, würde ich jetzt einfach sagen. Wir müssen dieses System hier verlassen. Wir sind gut bewaffnet. Wir können uns jetzt nicht erlauben, hier noch ein Wrack auseinanderzunehmen, weil wir müssen irgendwo... hier sind direkt Piraten. Das wollen wir jetzt vielleicht nicht direkt machen. Wir springen mal dann zu dem anderen. Ich meine, wir können einen Kampf aufnehmen. Wir haben nur ein Wasserproblem jetzt erstmal. Dann springen wir erstmal hier hin. Wir haben genug Kryostasekammern. Ja, wir haben sogar ein paar Kryostasekammern für... Oh, aber nur einen für Flüchtlinge. Die anderen müssen Pillen nehmen. Das ist okay. Wir haben genug Kryostasekammern auf dem anderen Schiff. Sehr schön. Sklavenhändlergilde, wir versuchen mal auszuweichen. Ausweichen fehlgeschlagen. Na denn. Hallo Sklavenhändlergilde. Wir haben hier... oh, okay. Interessant. Wo positionieren wir uns denn mal? Das ist ja mal eine interessante Konstellation. Dann positionieren wir uns hier mal. Und werden anfangen, sofort, also Jäger, hier hin. Und was haben wir hier? Wir haben ziemlich viele Knarren. Als erstes machen wir die Industrie aus, auf beiden Schiffen. Yep. Und wir machen,
Wir machen Gefechtsbereitschaft. Worauf schießen wir als erstes? Wir schießen als erstes auf das kleinere Schiff mit denen und reduzieren hier ihre Waffen an dieser Stelle und die Geschütze auf dieselbe Stelle hierhin ballern. So, wir fokussieren unsere Feuerkraft komplett darauf. Oh Gott. Kelly und Antichrist haben einen Anfall, weil ich, oh nein, weil ich sie auf Gefechtspositionen geschickt habe. Oh nein. Wo haben sie einen Anfall? Wo ist... Kelly ist hier hinten, wo alle Leute durchlatschen. Das gibt's doch nicht. Ach Gott. So. Einmal Direktbefehl Kelly aufheben. Dann, wir hätten noch eine Weile da bleiben sollen. Direktbefehl und wo ist Antichrist? Antichrist ist da. Colgator Direktbefehl aufgehoben. So, Max und Moritz Direktbefehl einmal aufheben. Wir schießen jetzt auf Sachen. So, sehr gut. Einmal in die Isolation bringen. Und Schniffschnaff auch in die Isolation bringen. Wir schießen und wir starten unsere Motoren, weil ich nicht weiß, wie das jetzt ausgeht. Wir sollten genug Schilde haben, aber die hier haben relativ viele Waffen. Die werden relativ bald und einen ordentlichen Impact auf unseren Schilden haben. Ich starte nebenbei schon unsere Motoren. Ja, also wir haben jetzt noch keinen Impact auf unseren Schilden, aber die schießen auf uns. Und zwar nicht zu knapp. Ja, die Schilde von unserem Hauptschiff sind schon ordentlich runter. Wir ballern jetzt auch. Die haben gleich keine Schilde mehr. Das ist ganz schön. Wie sieht's aus hier mit... Okay. Schniffschnaff, Direktbefehl aufgehoben. Geh wieder auf Gefechtsstation. Laurel macht eine Behandlung oder was weiß ich. Ivanova. Ach Gott, Ivanova. Ivanova muss gerettet werden. Wo haben wir denn hier jemanden, der mal ein bisschen helfen kann? Pearl Buck. Direktbefehl einmal aufheben. Was war das? So. Dann einmal hier hingehen. Haben wir Enterversuche? Wir haben keine Enterversuche, so wie ich das sehe. Was macht dieses Shuttle hier? Das Shuttle kehrt hoffentlich zurück, weil wir unsere, ja, weil wir unsere Antriebe gezündet haben. Ja, wir sind hier mit den Schilden runter. Wir sind hier mit den Schilden runter. Ja, das ist ganz gut. Wir sind noch nicht vollständig geladen. Warum bist du nicht auf Auto? Genau, sehr gut. Und Ivanova ist im Krankenbett. Sehr gut. Einmal Direktbefehl aufheben. Das war natürlich jetzt richtig blöd mit dem, dass wir springen und dann sind meine Patientinnen natürlich weg von der Krankenstation. Da habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht. Oh nein, ey. Wir hätten die zum okay, in der Kryostasekammer werden sie halt auch nicht geheilt. Das ist halt das Problem. Was zur Hölle? Was zur Hölle tut ihr hier? Dieses Shuttle, Direktbefehl, wir sind gerade dabei, unsere Antriebe zu zünden. Hast du Lack gesoffen? Ich fass es nicht. So, ihr, Direktbefehl aufgehoben. Wo wolltet ihr hin? Wolltet ihr mal eben rüber oder ein bisschen die anderen entern? Oder was war der Plan hier? Die hier haben wir ordentlich, den haben wir ordentlich was weggeschnubbelt. Dann schießen wir mal hier auf das große, andere große System, nehmen ein anderes Ziel uns vor. Wir sind immer noch mit Schilden ausgestattet und das kleine Schiff ist sogar fertig zum Springen.
Und das große jetzt gleich auch. Ja. Ja, ich habe nicht die... also so ein direkter Kampf zwischen solchen Schiffen, da haben wir immer noch zu wenig Schilde für, ganz offensichtlich. Nee, wir wollen hier keine Verhandlungen, weil wir haben die Oberhand, falls ihr es nicht mitbekommen habt. Wir werden euer Schiff... Achso, die haben jetzt wieder Schilde, okay. Die haben wir jetzt nicht weggesnackt, aber wir sind jetzt gleich so weit, dass wir springen können, hoffe ich. Wenn... Okay, das Feuer ist auf das kleine Schiff, das ist gut. Wir können springen, alles klar. Arrivederci, ihr Nasenbären. Oh Gott, und jetzt haben... Ja, wir sind jetzt hier weiter am Militärallianz schließen. Und jetzt suchen wir uns ein System, wo wir uns nett niederlassen können. Hier könnten wir Dinge, hier sind Zivilisten. Wir springen mal so ein bisschen durch die Gegend. Ich möchte, hier unten ist Eis. Hier unten ist Wassereis. Subraumnachricht ist mir jetzt völlig egal. Da ist der nächste Sprung. Aber wir brauchen Eis und wir brauchen ein bisschen Ruhe. Hier ist kein Wrack, was uns in irgendeiner Form beim Essen stört. Beim Essen stört. Beim Dinge abbauen stört. So, wir positionieren uns hier schön in die Ecke. Feindbots nähern sich, ja, das kann mich nicht mehr schocken. Oh Gott, Eis ist ja wundervoll. Kein Bohrer verfügbar. Sehr schön. Wir nehmen 17 Eis, wir nehmen Edelmetalle und wir nehmen Chemierohstoffe. 17 Eis ist extrem gut. So, jetzt als erstes Ivanova. Dir geht's nicht gut. Achso, du bist vor allem auch noch in der Kryostase. So, Ivanova. Kann ich keinen Direktbefehl machen? Ivanova, Direktbefehl. Ist auf diesem Schiff hier. Ivanova, hierhin. Bitte. Sehr gut. Du musst dich in Quarantäne begeben. Antichrist ist zusammengebrochen. Kelly ist... Wo ist Kelly? Kelly ist da oben. Kelly wird... Okay. Direktbefehl. Super. Du nimmst Kelly auf. Und einmal hier hinbringen. Gut. Bossmann liegt weiter da. Das ist ja eine super coole Sache. FSI und Max und Moritz... FSI, Direktbefehl. Du bist gerade am Tragen. Jawohl. So, und Antichrist ist wo? Ach, da liegt Antichrist. Okay. Max und Moritz. Ich habe schon... Leide ich an Amnesie? Ja. So. FSI, Direktbefehl aufgehoben und ja, ich hoffe, jetzt haben nicht noch mehr Leute da oben, weil da gab es den Anfall direkt nach dem Sprung, sich noch irgendwie Sporensachen zugezogen, aber sobald irgendwer, David fühlt sich krank, Direktbefehl, David, wenn du dich krank fühlst, einmal direkt hier auf die Krankenstation und David... David schläft. Ansonsten, Timmy, geht's wieder gut. An denen geht's nicht gut. Seabro geht's wieder gut. Das heißt, ja, allen, denen es nicht so gut geht. David hat wahrscheinlich was abgekriegt. Bossmann hatte davor schon irgendwelche Sachen. Antichrist und Kelly liegen auf... Genau, und Bossmann liegen hier in der Isolation. Wunderbar. Wunderbar. Hier haben wir jetzt keine... Das heißt, wir können jetzt mal ganz langsam, ganz vorsichtig und so... Moment, um Gottes Willen. Erstmal machen wir die Industrie wieder an. Und die Jäger sollen mal zwischen unseren Schiffen bitte hin und her fliegen.
Sehr gut, also hier zwischen patrouillieren, das wäre ganz zauberhaft. Und dann können wir jetzt hier den ganzen automatischen Sachen folgen und da haben wir Feindbots. Okay, und die Feindbots setzen ihre Enter-Geschichten hier ab. Wo ist unser Team 9? Bossmann muss sich heilen, das heißt, der ist außen vor. Wir haben nur Antilia und S-Kicker. Direktbefehl, ihr geht mal hier hin. Und wer ist von den Außenteams am Start? Laurel, Jack, Huhu, Hans Wurst, David muss sich ausruhen. Lise Meitner bedient wichtige Sachen. John Marshall, Frau Höhne, Couch-Veteran, alle einmal, die wir so haben, hierhin. So. Direkt verteidigen gegen die Sachen, die da abgesetzt werden. Wir haben eine Punktverteidigung, wo auf dieses Ding hier geschossen wird. Wir haben genug Jäger, die... Okay, da war nur ein Unfall. Das ist gut. Hier werden jetzt Androiden abgesetzt. Und wir sollten genug Manpower jetzt hier versammelt haben. Genau. Wir haben Autokanonen, nicht alle am Start, aber ja, ein Feindbot hat ein Signal abgesendet. Ja, wir haben jetzt hier genug Personal, das auf Sachen schießen kann. Um Gottes Willen, was ist da explodiert? Da haben wir noch einen Laufroboter. Hallo, können wir mal, bevor der... Sehr gut. Okay, das haben wir also erledigt. Einmal alle hierhin und... wenn ihr fertig seid, dann nehme ich einen von euch. Ach Gott. Du gehst den reparieren und S-Kicker geht sowas von den reparieren. Ja. Gut. Und wenn die repariert sind, dann könnt ihr hier auch nochmal Energie auffüllen und dann haben wir hier unsere Verteidigung wieder am Start, würde ich sagen. So, der ist fast wieder da, dann mach mal laden. Und laden. Sehr gut. Okay, dann können wir hier Direktbefehle... du machst auch nochmal Direktbefehl und reparieren. Der Turm ist nämlich auch noch mitgenommen. Alle Leute sollten auf der... Bossmann, hallo? Bossmann. Unerholsamer Schlaf, fühlt sich krank. Herzlich willkommen in deiner... deinem weiteren Aufenthalt auf der Krankenstation. David. Wach, fühlt sich krank. Ja. Du bleibst weiter da. Ivanova. Spurenausbruch 7. Ja. Das dauert noch einen Moment. So, hier sind alle Türme repariert. Direktbefehl aufgehoben. Hier wird dieses Deckungselement wieder aufgebaut. Hier fehlen mir noch ein paar Türme, aber so unsere Verteidigung steht. Es werden demnächst nochmal Feindbots kommen. Wir machen jetzt mal auf ganz schnell. Genau, Bossmann liegt. FSI fühlt sich krank. Ha. Direktbefehl. Wo bist du? FSI ist... auf dem anderen Schiff. Achso, in dem Shuttle. Okay. Du musst jetzt gleich mal... der hat wahrscheinlich... Oh Gott, Flo fühlt sich krank. Das könnte hier wieder... Wir werden hier sofort... Flo. Hier hinten. Da haben wir doch noch eine Einzelzelle. Wer fühlt sich noch krank? Londo Molari... Leichtes Unbehagen, okay, das ist... Flo fühlt sich krank, da... Oh Gott. Huhu, Hans Wurst, Direktbefehl. Rein da. Dann Jack. Fühlt sich krank, Direktbefehl hierhin. Und Laurel, Direktbefehl
Hierhin. Jawohl. Alle einmal S-Kicker, dasselbe, fühlt sich krank. Direktbefehl hierhin. Oh Gott, den müsste ich alle allen verordnen, längere Zeit auf der Krankenstation liegen zu bleiben. Aber ich hoffe, das funktioniert jetzt. Laurel und Jack, hoffentlich kriegt ihr auf dem Weg zur Krankenstation nicht euren Anfall. Das wäre ganz furchtbar. Okay, da sind ein paar Feindbots, aber unsere Jäger sind Gott sei Dank da. FSI. Direktbefehl. FSI steigt mal aus. Und FSI geht hierhin. So. Und dieses Shuttle steht nicht mehr unter Direktbefehl. Und unsere Schilde halten. Ja, ja, ja. Einige unserer Jäger sind ganz schön angeschlagen, sehe ich. Und wir werden wahrscheinlich einen Jäger verlieren, so wie das aussieht. Oder vielleicht gerade nicht. Was? Kampf an Bord? Wo? Wo haben wir einen Kampf? Ah, scheiße. Okay, Damn Dan fühlt sich auch krank. Oh Gott. Haben wir noch irgendwo ein leeres Bett da? Das ist das letzte leere Bett. Ich habe nicht gesehen, dass hier auch nochmal... Okay. Garibaldi, Gookie, Perry Roden, Emi Noether, John Marshall, Lise Meitner. Ihr alle, Direktbefehl hierhin. So, da. Dann... Direktbefehl dahin. Du kannst schießen. Die anderen von Team 9 sind alle auf der Krankenstation. So, jetzt kommen hier Roboter rein, aber unsere ein paar Abwehrtürme fangen Gott sei Dank an zu schießen. Die Roboter greifen andere Roboter an. Das ist ja lustig und typisch. Lise Meitner einmal hier stehen bleiben und Attacke. So, und ihr auch. Attacke. Sehr gut. Solange ihr meine Logistikroboter angreift, ist ja fast alles okay. Wir bleiben hier schön. Ja, sehr gut. Und, Schniffschnaff. Keine Unterhaltung? Okay. Ich dachte gerade, du wärst auch krank. Gut. Kampf hat sich erledigt. Sehr schön. Das Ding hier wieder aufbauen. Wir haben ein paar unserer Türme verloren. Aber so ist das jetzt wohl. Liegen alle, die sich krank fühlen, auf den jeweiligen Krankenstationen? Huhu, Hans Wurst. Ja. Eieieiei. Ivanova, Sporenausbruch 6. Kelly, Sporenausbruch 8. Antichrist, Sporenausbruch 9. So, haben wir jetzt hier. Haben wir jetzt hier. Ich glaube schon. Wir haben jetzt hier die Roboter überstanden. In diesem System gibt es sehr, sehr viel Wassereis, das wir angefangen haben zu ernten. Kein Zugang zu einer Werkzeuganlage. Damn Dan, was willst du mit einer Werkzeuganlage? Du musst Dinge tun, wie dich erholen und gesund werden. Warum haben wir keinen Zugang zu einer Werkzeuganlage? Weil unsere Werkzeuganlage kaputt ist oder was? Oder was habe ich damit gemacht? Ich habe keine Ahnung. Ressourcen reichen nicht aus. Infusionsflüssigkeit. Ja, wir müssen Infusionsflüssigkeit herstellen. Wie sieht es mit Chemierohstoffen aus? Gut, wir müssen mehr Infusionsflüssigkeit herstellen, weil so viele Leute plötzlich auf der Krankenstation liegen. Und ja, ich scanne nochmal so ein bisschen durch. Londo Molari ist leichtes Unbehagen. Okay, das ist gut. Frau Höhne ist auch krank. Fühlt sich krank.
Haben wir noch irgendwo? Da hätten wir eine Krankenstation frei. Frau Höhne springt auch hier mitten unter den Leuten, die gerade Pause machen, rum. David und die sind da. Jack und Laurel, S-Kicker, Bossmann, Damn Dan sind auch auf Krankenstation. Sehr gut. Ich glaube, das war... Ach, Couch-Veteran fühlt sich krank. Na, herzlichen Glückwunsch. In der... Natürlich hier. Direktbefehl. Aber wohin? Wir haben nicht genug Krankenstationen. Einmal in, wenn du dich krank fühlst. Wir müssen jetzt anfangen, Leute in Kryostase zu versetzen, weil wir haben nicht genug Krankenbetten. Also ich könnte Couch-Veteran auf das andere Schiff übersiedeln, aber das bringt, glaube ich, nichts. Ich friere ihn lieber ein. Wen haben wir noch? Couch-Veteran. Der Rest liegt auf Krankenstation. Sehr gut. So. Ja. Machen wir mal. Das ist halt, was man mal ab und zu machen muss. Aber das war jetzt auch die... Ich meine, wir haben absichtlich ein Alien in das Schiff reingeholt, damit wir das letzte bisschen Forschung kriegen. Und da haben wir jetzt bald Ernährung fortgeschritten 0,2 erforscht. Wachstumsrate plus 20%. Wir werden dann nie wieder Probleme mit irgendetwas haben. Und wir werden ein riesiges Problem mit zu viel Biomasse haben. Aber wir werden ansonsten jetzt darauf achten, dass keine Aliens mehr auf dieses Schiff kommen, weil diese Sporenausbrüche sind brutal. Und das ist auch nicht lustig, das zu managen. Okay. Ich gehe jetzt nochmal... Warum bist du aufgestanden? Wo bist du? Couch-Veteran? Achso, nee. Couch-Veteran ist... Genau. Couch-Veteran ist... habe ich gerade eingefroren. Richtig. So. Jack Laurel... Verspürt leichten Hunger, arbeitend und wach. Okay, da kann ich dir jetzt nicht bei helfen. S-Kicker Bossman Damn Dan. Bossman ist zu viel gegessen, hat Selbstmordversuch unternommen. Oh, leichtes Unbehagen, unerholsamer Schlaf. Leichtes Unbehagen heißt nicht, dass du dich krank fühlst. Das heißt, bei Bossman würde ich jetzt sagen... Ach, der kann auch einen Moment da liegen. Gestörter Schlaf, keine Privatsphäre. Ruht in einem Klinikbett. Damn Dan, du kannst aufstehen. Und Direktbefehl wieder aus. Du bist erlöst. Weil du fühlst dich nicht mehr krank. Da haben wir, glaube ich, schnell genug reagiert, dass das alles gut funktioniert. Die drei haben noch einen aktiven Sporenausbruch gehabt. Damn Dan, genau, gestörter Schlaf. Alles super. Das ist alles super. Diesen Sporenausbruch, mein Gott, ey, ich fühle mich wie der Pestdoktor. Talia Winters fühlt sich krank. Wo ist Talia Winters? Talia Winters ist hier einfach zusammengebrochen. Gut. Einmal aufnehmen und in das frei gewordene Klinikbett verbringen, bitte. Dankeschön. Ja, ich wusste, es passieren hier noch Sachen. Talia Winters zusammengebrochen. Ich muss hier oben meine Leute im Blick haben. Laurel heilt, Damn Dan arbeitend, okay. Bossmann war zu viel gegessen, leichtes Unbehagen, unerholsamer Schlaf. Dich können wir erlösen, wollte ich gerade sagen. Können wir nicht. Hat einen Anfall, Gott sei Dank in der... Und Lilly... Oh Gott, wenn wir jetzt hier oben bei den Gefangenen auch noch irgendwie Sporengeschichten haben, dann ist es natürlich aufs Höchste gestiegen. So, Emmy Nöter, es tut mir total leid. Du musst jetzt mal gerade hier jemanden aufheben. Einmal Bossmann zurück ins Bett bringen. Der muss da oben heilen. Eventuell war es noch keine gute Idee, Damn Dan auch zu entlassen, aber er fühlte sich nicht mehr krank. Ich dachte wirklich, Bossmann würde es besser gehen, aber nein, einmal hier reinlegen, sehr gut, Emmy Nöter, Direktbefehl aufgehoben, du kannst wieder schlafen gehen. Dankeschön, Bossmann muss sowas von jetzt auf, so, Dings gesetzt werden hier, 9,
Bossmann einmal auf Schlafen. Ich weiß nicht, ob ich das hier jemals wieder, ob ich hier wieder die Kurve kriege. Ey, meine Fresse, ihr müsst alle schlafen. Kalgator, was ist? Talia Winters, wo bist du? Ich glaube, es schneit. Du kannst jetzt hier nicht Leute behandeln. Du gehst ins Bett. Genau. Du musst selbst, wenn du jetzt auch hier auf dem Flur noch einen Anfall kriegst, dann kriege ich einen Anfall. So, dankeschön. Gott sei Dank ist unser Doktore, Max und Moritz, frisch. Verspürt leichten Hunger. Das ist gut. Das deutet nicht auf eine Krankheit hin. Antichrist, Sporenausbruch 8. Ivanova, Sporenausbruch 4. Kelly, Sporenausbruch 6. Damn Dan. Hä? Achso, Bossmann hat einen Anfall. Sporenausbruch 10. Ja, Mensch. Couch-Veteran ist eingefroren. Ich kriege immer noch einen Anfall, weil er da plötzlich so steht. Ja. Ein Damn Dan, mit dem müsste eigentlich sich heilen, ist auch so ein bisschen verstörend davor. Das macht mich so ein bisschen fertig. Und wir machen mal hier Verrichtung, Fertigung. Garibaldi, fertige doch mal bitte hier Infusionsflüssigkeiten und so eine Scherze an. Genau. Logistik, Chemikalien. Da müssen wir nämlich Dinge herstellen. Ich bin total... die Folge ist jetzt schon wieder lang. Und ich will mal gerade kurz so ein klein bisschen vorspulen. Und jetzt gucken wir mal, Couch-Veteran. Flo liegt noch. David... Unerholsamer Schlaf, gestörter Schlaf. Ich habe eben... Ach Gott, hat einen Anfall. Flo hat einen Anfall. Laurel hat einen Anfall. Huhu, Hanswurst, Direktbefehl. Einmal hierhin, bitte. Und der hat auch noch was abgekriegt. Huhu, Hanswurst, wie geht's dir? Leichtes Unbehagen. Keine Privatsphäre, wird in Träumen von Aliens verfolgt. Keine Unterhaltung. Du hast unter Umständen was abbekommen. Flo ist gerade aufgewacht. Nee. Huhu, Hanswurst, Direktbefehl. Flo einmal aufheben, bitte. Jack ist aufgewacht. Gestörter Schlaf, keine Privatsphäre. Gut. Du nimmst hier einmal... Huhu, Hanswurst hat einen Anfall. Na, mega geil. Dann geh erstmal... hier hin und helf mal. Und Perry Roden, Direktbefehl. Oh ne, brauchen wir nicht. Perry Roden, Direktbefehl brauchen wir nicht. Flo. Flo hätte ich gerne. Sporenausbruch. Was ist mit Flo los? Warum kann ich den nicht aufheben? So, erstmal hier einmal Klinikbett, bitte. Und jetzt kann ich ihn aufheben. Jack... Jack einmal Flo aufheben und dann wieder ins Klinikbett geben und ja, das ist der Preis der Wissenschaft, hätte ich jetzt fast gesagt. So, Direktbefehl aufgehoben, wir haben wieder ein freies Klinikbett, aber ich, ganz im Ernst, ich würde Couch-Veteran noch einen Moment eingefroren lassen und Leute hier erstmal, dass wir so ein bisschen die Kurve kriegen. Und hier unten Kalgator stellt weiter Infusionslösungen her und so weiter und so fort. Und ja, Ivanova liegt hier alleine auf dem Schiff herum. Meine Fresse. Ja, wir melden uns demnächst weiter zur nächsten Folge von dem Pestschiff. Das mit den Sporenausbrüchen, das zu managen, da fehlen mir irgendwie, da habe ich hier beim Spiel gefühlt nicht genug Tools. Wisst ihr, was ich meine? Ja, aber auf jeden Fall jetzt erstmal herzlichen Dank fürs Zusehen. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst gerne ein Like da, erwägt den Kanal zu abonnieren. Wie die nächste Serie aussehen soll, gerne in die Kommentare schreiben. Aber selbst wenn ihr das alles nicht tut, würde ich mich freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge sehen. Ich wünsche euch allen einen zauberhaften Tag und...